herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Wir bauen Schlammhäuser. Ich war auf Camp 3 Stacks und 4 Dings farmen. Da hinten im Dorf natürlich. Wo denn auch sonst? Wir wollen das natürlich hier zu Ende bauen. Haben wir das hier zu Ende gebaut? Haben wir, ja. Gut, dann können wir ja hier weitermachen. Maybe. Ja. Den Baum werde ich bei Gelegenheit wegmachen. Aber nicht jetzt. Da habe ich jetzt keine Lust zu. So, dann hätten wir auch dieses Haus fertig. Mehr oder weniger. Die Böden. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, was ich da drin haben möchte. Also in den Böden. Quatsch. Ich bin mir nicht sicher, welche Böden ich reinmachen will. So rum. Auf jeden Fall möchte ich jetzt erstmal schauen, ob die Sonne untergeht. Natürlich möchte ich nicht schauen, ob die Sonne untergeht, sondern kann ich denn schlafen, wenn die Sonne jetzt untergeht? Also meinen Respawn-Punkt kann ich setzen, aber schlafen kann ich offenbar noch nicht, weil die Sonne noch nicht untergegangen ist. Kann ich jetzt schlafen? Nein. Ich kann immer noch nicht schlafen. Warum kann ich nicht schlafen? Menno, Spiel. Lass mich schlafen. Kann ich jetzt schlafen? Jetzt. So. Okay, dann wäre das schon mal geklärt. Geschlafen haben wir jetzt ja. Falls ihr es wissen wollt, wir sind schon 245 Ingame-Tage hier drin. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte mir eine Stonecutter holen. Wo haben wir den da? So. Hallo Stonecutter. Wie wär's, wenn du dich mal hier hinstellst und dich von mir cutten lässt? Ha, 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 ha. Okay, machen wir aus den Vieren erstmal das. Ich brauche noch ein bisschen Earth. Habe ich zum Glück hier oben rumgammeln. In meiner super aufgeräumten Materialkiste. Türen machen wir natürlich auch. Deswegen mache ich folgendes. Sie kommen erstmal ins Inventar. So. Dann machen wir folgendes am besten. Hier. Aber nicht so. Nicht so. Pfui. So. Am besten erstmal hier. Dann mache ich hier auch noch mal ungefähr einen Stack davon. Schauen wir mal, was da rauskommt. Nein, da geht's nicht hin. Hin geht es. Nein, böse. So. Dann kommt dieser Dreck mal weg. Hahaha, Dreck. Gut, das mache ich auch weg. Ja, ich muss hier irgendwann mal richtig terraformen. Ich sehe es ja ein. Aber jetzt nicht. Machen wir erstmal den hier. Ist das überhaupt so richtig? Ich weiß ja nicht. Nö, ist es nicht. Da muss nämlich ein Block hin. Haha, jetzt ist es richtig. Dann hätten wir das. Auch mal geklärt. Ich muss tatsächlich meinen Berg abtragen.
Sieht nämlich sonst doof hier aus. Wenn ich schon dabei bin, den Berg abzutragen, mache ich das hier hinten auch. So, das kommt weg. Das kommt weg. Weg. Und weg. Und das kommt auch weg. So. Habe ich hier noch Blöcke? Nein. Nein. Nö. Gut, dann kann ich jetzt hier nämlich zu Ende bauen. Zumindest dieses Gebäude. Also so wie ich es mir vorstelle. So, jedenfalls stelle ich mir das Gebäude nicht vor. So, so sieht es besser aus. Okay, dann muss das auch weg. Ja, ja, schwere Entscheidungen, ne? Wir alle müssen sie treffen, auch wenn wir das nicht möchten. Die mache ich jetzt auch bis auf die Fackel weg. Weil ansonsten nervig. Und das sieht auch doof aus, auch wenn da kein Fenster ist. Aber es sieht halt nicht so schön aus, wenn da was ist, ne? Deswegen machen wir das auch mal weg. Auch wenn da eine Fackel steht, ist mir das gerade relativ Wurst. Versteht ihr? Wurst? Egal. Ach, ach, ihr wisst schon. Ihr wisst eh schon, was ich meine. So, verschieben wir die Fackel einfach nach da. Ausleuchten werde ich sowieso später das Dorf nochmal richtig müssen. So. Ja. Aha. Haben wir das hier auch schon? Nö. Aber jetzt. Dann haben wir das. Komme ich hier denn noch hoch? Ja, klar, komme ich hier noch hoch. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir machen nochmal eine zweite Reihe hier oben hin. Erstmal nur an den Seiten, damit ich schauen kann, wie mir das passt. Vielleicht mache ich dann hier... Nee, Steps passen hier gar nicht hin, ne? Aber nee, so sieht das schon ganz gut aus. Ja, mhm. Gut. Dann machen wir hier aber ein Flachdach draus. Hallo Zombie Pigman, möchtest du mein Dorf besuchen? Dann mache ich erstmal einen Stack Slabs. So. Das heißt, die brauche ich gerade nicht. So. Flachdach ist immer gut. Sonst sieht es doof aus. So. Mache ich da einen kompletten Block rein oder nicht? Schlamm, Erde. Erde weg, Schlamm. Hiervon habe ich noch. Dann mache ich einfach den. Die kommen wieder so. Und dann hätten wir das. Ja. Mhm. Dann hätten wir ein Gebäude fertig. Sieht doch gut aus. Das werden wir natürlich irgendwann mal abtragen. Oder ich mach's off-cam. So. Was nehmen wir als Boden? Also ich finde... Schlamm will ich jetzt nicht überall haben. Ich würde tatsächlich einen Boden empfehlen, der... nicht so doof aussieht. Dann nehme ich jetzt am besten für was haben wir hier? 16 Eichenholz. Ja, wieso nicht? Ja, nehmen wir Eichenholz. Erstens, weil wir es gerade da haben und weil es gerade auch passt. So. Wie die Raumaufteilung später aussehen wird, werde ich natürlich noch schauen müssen.
Ob ich hier auch Türen reinmache, bin ich nicht so ganz begeistert von, Türen hier reinzumachen, weil ich möchte eigentlich nicht, dass die hier rauslaufen. Ups, das war wohl ein Block zu viel. So, dann hätten wir das schon mal. Ich werde wahrscheinlich hier so zwei Trapdoor-Dinger dahin machen, dass die nicht raus können. Ich denke, das ist die beste Idee. Nein, das sind nicht die Häuser für dich. So. Einen Moment kurz. So, da bin ich wieder. War kurz was Wichtiges. Ich sollte vielleicht die Fackeln auch mal woanders hin platzieren. Vorübergehend kommt die Fackel dahin. Möchte das in dieser Folge noch fix machen. Wenigstens. Ja, toll. War so klar. Habe ich denn noch Eichenholz? Natürlich habe ich kein Eichenholz, aber dafür jetzt haufenweise Erde, die ich nicht haben will. Na schön. Wo ist meine Axt? Die ist hier. Haben wir irgendwo Eiche? Das ist Tropenholz, Tropenholz, Tropenholz. Wo ist Eiche? Stopp, da hinten war doch noch ein Baum, den wir eh wegmachen müssen. Wenn das ein Eichenbaum ist, ist gut. Wenn nicht, nicht. Wo ist er? Habe ich den schon abgebaut? Ja. Nö. Guten Morgen. Laut der Map ist es ja gute Nacht. Da sind noch Bäume. Erstmal schlafen. Wenn ich da reinkomme. So. Wir sind schon bei mindestens 12 Minuten. Ganz genau. Hallo Pigman. Ich möchte nicht, dass du mich besuchst. Ich möchte diesen Baum da wegmachen, sofern er kein Tropenholzbaum ist. Was bist du für ein Baum? Kann man super hier rechts ablesen in der Java Edition. Das ist ein Jungle Lock. Also, nö. Den Baum werde ich schon mal nicht abbauen. Was bist du? Du bist doch bestimmt auch ein Jungle Leaf. Yep, auch ein Jungle Log. Klar werde ich die irgendwann abbauen, aber nicht jetzt. Sind diese kleinen Dinger alle nur Jungle? Da, das da sieht mir nach einem Vanilla Minecraft Baum Dingenskirchen aus. Du bist ein Oak Log. Oak Log, gut. Weil Oak Log macht normal Eiche. Ich bezweifle zwar, dass das ausreichend sein wird, aber Sticks, hey, Sticks kann ich genug gebrauchen. So, da hinten ist noch ein Baum. Sieht mir ein bisschen dunkler aus. Was bist du denn? Du bist. Nee, ist auch Oak. Schade, dass das kein Dark Oak ist. Dürfte aber auch irgendwo in der Nähe sein. So. Das dürfte dann doch jetzt da ausreichend sein. Hoffe ich. So. Dann. Nein, da ist ja Sand. Hat ein Enderman uns besucht. Gut. Portal werde ich natürlich noch verschließen müssen mit gewissen Blöcken namens Door, aka Tür. Ja, die sollte ich vielleicht auch irgendwann mal abbauen. Man sieht hier den Wald vor lauter Sugarcane nicht. Ja, ich möchte jetzt überall erstmal Boden machen, bevor ich mit den Decken weitermache. Wir haben ja jetzt ein Haus mit. Mit Decken gemacht. Mit der Decke gebaut. Deswegen ein zweites Haus mit Decke
baue ich dann auf Cam. Denn die Villager müssen wir noch hier reinkriegen. Und das kriegen wir am schnellsten hin, wenn alles fertig gebaut ist. Betten brauchen wir sicherlich auch, beziehungsweise wir brauchen Betten. Einfach weil. Weil ich das sage. So. Ich finde nämlich, dass das ganz gut hier harmoniert mit dem Rest. Könnt ja gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob ihr das toll findet mit dem Eichenholz oder ob ihr ein anderes Holz genommen hättet. Ich persönlich nehme halt das, was mir gerade zur Verfügung steht und das brauche ich nicht. Das brauche ich. Danke. Du kommst dahin. Deswegen, ich habe gerade Eichenholz vorrätig. Gut, ich habe vorhin nochmal welches gefarmt. Aber ich hatte ein Haus schon fertig mit Eichenholz. Also, ne? Denke ich mal, Eichenholz passt auch ganz gut hier dazu, weil sowieso die Villagerhäuser eh immer aus Eichenholz bestehen. Außer man ist jetzt in einem Biom, wo das nicht der Fall ist, aber in der Regel ist es tatsächlich so. Und ich sollte mir vielleicht angewöhnen, auch irgendwann mal eine neue Schaufel zu craften. Ich meine, Eisen habe ich ja genug erstmal. Und wenn nicht, dann werde ich halt noch buddeln gehen. Okay, da ist noch was im Weg, was ich nicht sehen möchte. Hey du, da verschwinde. Ist auf der anderen Seite auch noch was? Nö. So, zack, zack. By the way, mit Mausrad drücken, anstatt halt hin und her, ne? Könnt ihr auch ganz schnell Blöcke, die ihr im Inventar habt, verwenden, beziehungsweise in die Hotbar ziehen. Und das war dumm. Das nutze ich sehr gerne tatsächlich, weil ich bin etwas faul. Warum soll ich das Inventar dauernd öffnen, wenn es auch anders geht? Und jetzt habe ich schon wieder kein Holz mehr. Echt jetzt? Ist das Minecraft? Ist das denn ernst? Ich habe jetzt schon wieder kein Holz mehr. Grrr. Holz, Holz, Holz. Du siehst mir nach einem Jungle-Wood-Baum aus. Du auch, ihr alle. Ihr seid alle Jungle, oder? Ja. Das ist Dschungel. Da hinten ist Birke. Birke mag ich aber nicht so besonders. Ich finde, das ist der hässlichste Minecraft-Block, den es gibt. Nach Diorit. Zumindest Diorit in seiner Normalform, also in seiner Base-Form, ist Diorit wirklich hässlich. Aber bearbeitetes Diorit kann schön aussehen, Jungle. Nein. Deswegen, hier schon wieder Birke. Ich will keine Birke. Ich will normales Holz. Hallo Kuh. Was bist du? Und warum ist hier ein Kiesblock? Was bist du? Du bist... Oak. Ah. Braves Bäumchen. Du bist ein Oak-Bäumchen. Ah, hier. Der Eiche. Ich baue den Baum jetzt mal fix ab. Insofern natürlich möglich. Ansonsten muss ich mich da wieder hochstecken. Und ich muss mich das safe wieder hochstecken. Jo, da muss ich mich jetzt hochstecken. Das ist wirklich, wirklich nervig. Dabei will ich die Folge noch gar nicht so lang machen. Mensch. Ist hier noch irgendwo im Baum Holz drin? Wenn nicht, baue ich den anderen da auch gleich ab. Doch, hier ist noch. Da. Ja gut, das kann ich unten einsammeln. Hier ist nichts. Ne, hier ist nichts. Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Ne, dann baue ich den Baum jetzt ab. Vollständig. Und nein, ich werde ihn jetzt nicht anpflanzen. Erstmal werde ich den kompletten Baum in Oak verwandeln und ouch. Wir können also nicht mehr sprinten, nicht gut.
Dann sollte ich vielleicht erstmal Happy Happy machen. So, dann können wir jetzt weiter arbeiten. Oder auch nicht, weil da eine Schlucht im Weg ist. Nö, ist klar. Effekte habe ich keine. Gut. Wo ist mein Dorf? Mein Dorf ist hier. Ist es beleuchtet? Nein, es ist nicht beleuchtet. Kommt ein Zombie hier hoch? Ja, ein Zombie kommt hier hoch. Wo? Nein. Du bleibst da. Ja, hier. Wegen genau 4 Blöcken musste ich jetzt nochmal farmen gehen. Naja, egal. Dann ist es so. So, hier ist Boden. Hier ist Boden. Da ist Boden. Da ist Boden. Da ist Boden. Und hier ist Boden. So, dann kann ich jetzt aber auch erst einmal das und das und das wegmachen. Das auch. Ne, das brauche ich noch. Dann stelle ich ein Crafting Table auf. Eiche. Wie viele Häuser habe ich? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also 6 Häuser. 2, 4, 6. Das dürfte für 3 Häuser reichen. Ich brauche 2 pro Haus. Eins in die Richtung. Und eins in die Richtung. 2 pro Haus. Die Doofbewohner können das nämlich nicht zumachen. So, und dafür brauche ich meine Axt, weil ich das da sonst schwieriger abkriegen würde. So. Seht ihr, ich habe es euch gesagt. Ich brauche 3, ich brauche 6 pro Seite. Zack, zack. Moment, das ist beleuchtet, ne? Ja, ist beleuchtet. Gut, ich komme schwer rein, aber die Villager kommen halt nicht raus, wenn ich hier aufmache, um zu traden zum Beispiel. Hier habe ich keine Fackel drin, das ist nicht gut. Muss ich noch welche craften gehen. So, aber erstmal 1, 2, 3. Zack. Abbauen. Zack. Das möchte ich. Oder so. So geht es natürlich auch. Zack, zack. Die zwei. Das geht in Ordnung. Das geht nicht in Ordnung. Und ab. Und schon hätten wir Türen. Ja, ich nutze Falltüren als Türen. Warum mache ich das? Weil Käse? Nein, natürlich nicht weil Käse, sondern weil ich das so möchte. So, das kommt dahin. Ich mache das einfach, damit die Villager nicht raus können, weil ich sag's euch, man kann hier nicht raus. Man muss sneaken und Villager sind zu blöd zum Sneaken. Also, na? Gut, dann hätten wir das auch schon. Dann werde ich die Häuser hier fertig bauen. Also ich werde hier die Dächer offcam noch drauf machen. Aber ja, mir gefällt's. Die Mobs kommen gleich, aber ist mir egal. Ich sag bis zum nächsten Video und ja, die sind jetzt etwas länger, aber ciao. Leute.